Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Scholz, es mag Sie wenig überraschen, dass wir als Linksfraktion eine Frage zur Kindergrundsicherung haben. Und ich weiß, wahrscheinlich sollte ich die eher dem eigentlichen Regierungschef, dem Finanzminister Lindner, stellen. Aber vielleicht können Sie mir ja auch weiterhelfen, denn Ihre Regierung streitet ja seit Monaten um dieses Thema, obwohl Sie das im Koalitionsvertrag alle drei Parteien, das möchte ich noch mal betonen, vereinbart haben. Und die Familien warten und verzweifeln und die Verbände laufen Sturm, denn das größte sozialpolitische Vorhaben, laut Ministerin Paus, droht nicht mehr zu werden als eine Verwaltungsreform. Im Koalitionsvertrag steht, dass Sie das Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen neu berechnen wollen und darauf basierend die Kindergrundsicherung einrichten wollen. Das wäre ein schöner Plan gewesen, hätte man ihn so durchgeführt, aber bisher ist leider recht wenig passiert. Und wir haben jetzt von Frau Ministerin Paus gehört, es gäbe Eckpunkte und da hat sie auch Sie, den Kanzler, an ihrer Seite. Das freut uns natürlich, aber im Haushalt, im Finanzplan 2025 ist nur eine Summe von 2 Milliarden bisher eingestellt. Und ich weiß, Sie können mir die Summe jetzt nicht nennen, aber ich möchte Sie an dieser Stelle fragen, können Sie garantieren, dass es wirklich Leistungserhöhungen für Kinder und Jugendliche geben wird, wie das auch die Ministerin Paus verspricht, und dass es am Ende mehr geben wird als diese 2 Milliarden? Also zunächst mal muss ich Sie korrigieren, wenn ich das darf. In der Tat handelt es sich um ein ganz wichtiges Projekt sowohl der Sozialdemokratischen Partei als auch der Grünen als auch der FDP. In allen drei Wahlprogrammen war die Kindergrundsicherung angekündigt. Sie ist auch im Koalitionsvertrag gekommen. Und wir haben den ersten großen Schritt schon gemacht. Denn die von mir bereits erwähnte Kindergelderhöhung und die Kinderzuschlagserhöhung kostet laufend 7 Milliarden €. Das ist eine dramatische Verbesserung der Lage von Familien. Und wir wollen jetzt neben dem, was damit gewissermaßen schon gewährleistet ist, noch eine bessere Zusammenführung erreichen und eine Leistungsverbesserung. Auch um die geht es. Und wie die genau ausgestaltet sein kann, darüber werden wir uns noch in den nächsten Tagen unterhalten. Aber Sie können beruhigt sich in die Sommerpause begeben. Wenn Sie daraus wieder zurückkehren, dann wird es einen Gesetzentwurf der Bundesregierung geben. War ja jetzt keine richtige Antwort, deswegen vielleicht noch mal auf einer abstrakteren Ebene. Also wir haben fast 3 Millionen Kinder und Jugendliche in diesem Land, die in Armut leben. Jedes fünfte Kind, jeder fünfte Jugendliche. Das sind alles bekannte Zahlen. Deswegen die Frage, glauben Sie tatsächlich, dass mit einer Verwaltungsreform, und das ist das, was die 2 Milliarden, die gerade im Raum stehen, irgendwie leisten können, dass damit wirklich Kinderarmut bekämpft werden kann? Sie liegen falsch, wenn Sie über das, was Sie gar nicht kennen, sagen, es ist nur eine Verwaltungsreform. Aber Sie werden es ja kennenlernen und dann werden Sie es einfach nicht mehr sagen. Das sage ich mal vorher. So. Aber das Zweite ist, wir haben schon sehr viel uns vorgenommen. Denn das Wichtigste dafür, dass Kinder nicht arm sind, sind, dass ihre Eltern Arbeit haben. Das ist das, worum wir immer kämpfen. Darum geht es auch bei Kinderbetreuungsausbau und modernen Familienpolitiken. Und das Zweite ist, dass wir versuchen, herbeizuführen, dass eine Situation entsteht, in der Kinder nicht auf die Leistung der Grundsicherung so strukturell angewiesen sind, also des Bürgergeldes, wie das heute der Fall ist. Und genau das werden wir erreichen mit der schon von Ihnen abgefragten Leistungsverbesserung. Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, wir sind uns wahrscheinlich relativ schnell darüber einig, dass Löhne am besten über Tarifverträge festgelegt und vereinbart werden. Manchmal ist aber auch der gesetzliche Mindestlohn nötig. Und Sie haben im Wahlkampf viel darüber gesprochen, auch viel über Respekt erzählt. Jetzt ist es aber so, dass die Erhöhung auf 12 € vom letzten Jahr durch die Inflation wieder komplett aufgefressen wurde. Und genau in dieser Situation die Mindestlohnkommission, im Übrigen gegen die Stimmen der Gewerkschaften, eine mickrige Erhöhung im Centbereich für das nächste Jahr vorsieht, das wird dazu führen, dass Millionen Beschäftigte mit niedrigen Löhnen massive Einkommensverluste haben werden. Und ich frage Sie, was werden Sie unternehmen, damit aus dem Mindestlohn nicht erneut ein Armutslohn wird und damit Ihr Respektversprechen nichts weiter ist als Schall und Rauch? Schönen Dank für die Frage. Ich will noch mal daran erinnern, es war die Sozialdemokratische Partei, der ich die Ehre habe, anzugehören, die gefordert und durchgesetzt hat, dass es in Deutschland überhaupt Mindestlöhne gibt. Es war die Sozialdemokratische Partei, die es sich zum Ziel gemacht hat, dass wir jetzt mit einem einmaligen Schritt den Mindestlohn auf 12 € anheben. Das stand auf meinen Wahlplakaten und im Oktober des letzten Jahres ist das umgesetzt worden. Und ich fände es okay, wenn die Partei Die Linke das möglich fände, auch mal eine Sekunde zu sagen, ist ja ganz okay. Aber im Übrigen ist es so, dass wir gesagt haben, wir kehren wieder zur Entscheidungspraxis der Mindestlohnkommission zurück. Die hat für das kommende und übernächste Jahr eine Erhöhung vorgeschlagen. Mit Ihnen gemeinsam empfinde ich das nicht als den richtigen Schritt. Und deshalb will ich sagen,
Es wäre schön, wenn die Kommission sich wieder darüber verständigt, nur einvernehmliche Entscheidungen zu treffen. Das ist für Anerkennung und Akzeptanz von großer Bedeutung. Sie haben es angesprochen, die Arbeitgeber in der Kommission haben die Gewerkschaften niedergestimmt, haben damit die Tarifautonomie mit Füßen getreten und sie haben auch den Gesetzgeber ignoriert, weil sie nämlich die 12 Euro nicht als Ausgangsbasis genommen haben. Und für mich stellt sich schon die Frage, wollen Sie sich am Nasenring von den Arbeitgebern durch die Manege ziehen lassen oder wäre es nicht vielleicht doch überlegenswert, die 60% des mittleren Einkommens, wie es eine Richtlinie der EU vorschlägt, als Untergrenze in das Mindestlohngesetz aufzunehmen? Das muss ja bei den Entscheidungen auch nach der gegenwärtigen Gesetzeslage bewertet und berücksichtigt werden. Und deshalb will ich noch mal sagen, eines der großen Kraftquellen unseres Landes ist die Sozialpartnerschaft und auch die Tarifautonomie. Und Sozialpartnerschaft funktioniert am besten partnerschaftlich, nämlich indem man da, wo es drauf ankommt, gemeinsame Entscheidungen trifft. Und dazu rufe ich auf, dass es wieder dazu kommt.